Hallo ihr Lieben und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch die Love Next Reihe vor von Anne Petzold. Das ist eine ganz, ganz süße, zarte Liebesgeschichte. In dieser Reihe geht es um ein Paar, also es ist eine dreiteilige Liebesgeschichte, New Adult Geschichte, wo es um ein Pärchen geht. Und zwar geht es um Ella, sie ist 19 und lebt mit ihren beiden Schwestern zusammen. Die Eltern sind vor ein paar Jahren verstorben, seitdem kümmert sich die älteste Schwester um die Mädels und sie meistern das aber sehr gut miteinander. Sie gehen sehr witzig miteinander um. Man merkt in diesen ganzen drei Büchern sehr viel von ihrem Alltag, man bekommt das sehr viel mit. Und es geht dann darum, dass ihre große Schwester arbeitet bei einem, wie soll man das sagen, bei einem Konzertunternehmen. Und die kleinste Schwester von ihr, die ist 15, also so klein ist sie jetzt auch nicht, ist ein riesiger K-Pop-Star. Ella hat keine Ahnung zu dem Zeitpunkt, was K-Pop überhaupt ist. Dennoch sagt sie, eine ihrer Lieblingsgruppen tritt dort auf und die große Schwester kann sie Backstage bringen. Sie macht es aber nur, wenn Ella mitkommt, um auf die kleinere aufzupassen, was sie dann ihr zuliebe auch macht. So sind sie dann dort in diesem Backstage-Bereich und die kleine Schwester, wie könnte es anders sein, hat sich davon gestohlen, um irgendwelche Stars zu... meinte eigentlich, sie geht nur auf die Toilette, kam aber dann nicht wieder und Ella ist in einem kleinen Backstage-Bereich, in so einem kleinen Raum und hat ihr Buch mit und liest dort, weil Ella liebt Lesen über alles, ist ein absoluter Bücherfreak und Buchjunkie. Auf jeden Fall liest sie dann dort und vergisst so ein bisschen die Zeit und plötzlich geht die Tür auf und ein junger Mann kommt herein und telefoniert und bekommt gar nicht mit, dass sie da drinnen ist zuerst. Und erst nachdem er das Telefonat beendet hat, merkt er, dass er nicht allein im Raum ist. Er hat Koreanisch gesprochen, also eine Sprache, die Ella zu dem Zeitpunkt nicht mal irgendwie erkannte. Und ja, so nimmt das dann das Schicksal seinen Lauf, sie unterhalten sich ganz kurz. Ich nehme auch Englisch, nicht nur Koreanisch und so tauschen sie ein paar Worte über das Buch, das sie liest, aus, da er auch sehr gerne liest. Der ist auch ein absoluter Bücherfan und Leser. Und ja, kurze Zeit später am Abend, ein Anruf bei der großen Schwester, sowas. Und er möchte mit ihr sprechen, sie hat nämlich ihr Buch vergessen und würde sich mit ihr treffen, um es ihr zurückzugeben. Ella denkt zu dem Zeitpunkt, er ist einfach ein Mitarbeiter dort in diesem Konzertunternehmen und dadurch, dass ihr das Buch viel bedeutet, sagt sie natürlich, ja, bitte, sehr gerne, danke, dass du mein Buch hast. Sie treffen sich dann, lernen sich ein bisschen mehr kennen, tauschen Nummern aus. Und ja, kommen sich so ein bisschen näher. Danach schreiben sie sehr lange miteinander. Also in diesen Büchern gibt es sehr viele SMS-Chat-Verläufe. Es gibt sehr viele Gespräche am Telefon zwischen den beiden oder auch im Videochat, was das Ganze aber total sympathisch und auch realistisch macht. Denn im Laufe des Buches kommt dann raus, dass dieser Mann Jaehyung heißt und dass dieser Mann nicht irgendein Konzertmitarbeiter ist, sondern Mitglied in einer der berühmtesten K-Pop-Bands der Welt, nämlich von Next. Ella hat keine Ahnung, was K-Pop ist und wird mit dem Leser hier gemeinsam aufgeklärt, was K-Pop ist, was K-Pop-Bands sind, wie berühmt und bekannt die sind und alles drum und dran, was es mit dem ganzen K-Pop-Hype auf sich hat. Das heißt, man kann diese tolle Reihe lesen, egal ob man Vorwissen zu K-Pop hat oder es gar nicht kennt. Es macht überhaupt keinen Unterschied. Ihr könnt diese Reihe auch total hundertprozentig genießen, auch wenn ihr keine K-Pop-Fans seid oder bis jetzt gerade nicht mal wusstet, was K-Pop eigentlich ist. Das ist sehr gut gemacht und perfekt für Einsteiger, dass diese Liebesgeschichte sowohl für K-Pop-Fans als auch für Leute gemacht ist, die damit überhaupt nichts am Hut haben. Man kann es zu gleichen Teilen genießen, man wird mit Ella in diese Welt eingeführt und aufgeklärt. Und ja, so entspinnt sich dann eine Liebesgeschichte, die aber nicht sein darf, denn K-Pop-Mitglieder dürfen keine Liebschaften haben, keine Affären haben, schon gar keine Partnerinnen haben, generell keine Dates. Und somit erfährt das Ella im Laufe der Geschichte und sie und Jaehyung müssen dann also ein bisschen heimlich herum, wollen sich aber wiedersehen. Dadurch, dass er aber auf Welttournee ist und nicht immer in den USA bei ihr in der Nähe, erschwert das noch zusätzlich das Ganze. Dennoch gibt sie das Ganze nicht auf und Jaehyung auch nicht. Er ist ein absolut charmanter, ehrlicher, netter junger Mann. Also es ist hier keine Bad Boy-Geschichte oder keine typische Rockstar-Geschichte. Jaehyung ist wirklich ein total toller, süßer Typ, der alles ehrlich und ernst meint. In dieser ganzen dreiteiligen Reihe gibt es eigentlich
nichts, wo ich sagen würde, Jeong hat sich arschig verhalten, sondern er verhält sich immer so gut es ihm in seinen Umständen geht, gegenüber von Ella. Er will nur das Beste für sie. Und auch Ella verhält sich nie, als wäre sie irgendwie. Ja, es gibt ja in vielen anderen Liebesromanen dieses Drama und hin und her und Streit und Versöhnung. Das haben wir hier eigentlich nicht. Hier haben wir eigentlich das Kernthema Fernbeziehung, also generell, wie es bei allen Fernbeziehungen ist, dass es erschwert ist. Und natürlich das Thema K-Pop und er darf keine Dates haben. Vor allem der dritte Teil hat mich begeistert am allermeisten. Es ist aber eine durchwegs 5-Sterne-Reihe von vorne bis hinten. Ich liebe hier alle Charaktere. Die drei Schwestern sind so toll zusammen. Jaehyung ist so also toll. Auch seine anderen Mitglieder von der Band Next, vor allem Min-ho, sein bester Freund, kommen vor. Den mag ich auch total. Also alle Charaktere sind hier durchwegs sympathisch und eigen. Ella hat auch eine beste Freundin, die zu dem Zeitpunkt Anfang des Buches in Australien ist. Also auch mit ihr kann sie leider momentan nur telefonieren und SMS schreiben. Und auch da wegen der Zeitverschiebung ist es oft sehr schwer für Ella. Sie fühlt sich da sehr alleine, dass weder Jeong noch ihre beste Freundin bei ihr sein können im Laufe des Buches. Natürlich treffen sie sich dann auch immer wieder mal, also Ella und Jeong. Also es ist nicht nur per Chat, das wäre auch irgendwann langweilig. Sie treffen sich natürlich auch und die Lage spitzt sich dann auch wirklich zu. Und ja, im Laufe der Geschichte, ich möchte jetzt hier nicht spoilern, aber hier im Laufe der Geschichte auch in Südkorea, in Seoul, auch das ist ganz toll beschrieben. Ich habe das einfach nur von vorne bis hinten geliebt, diese Bücher. Ich kann sie jedem uneingeschränkt empfehlen. Wenn ihr eine Liebesgeschichte wollt, die herzergreifend ist und echt ohne Drama, ohne Bad Boys auskommt, sondern einfach nur mit Liebe, Respekt, aber dennoch mit Problemen, die dieses junge Pärchen versucht zu meistern. Wenn ihr Dialoge aus dem Leben gegriffen haben wollt, viele Disney-Anspielungen und auch Bücher-Anspielungen haben wollt, die immer wieder im Laufe der drei Teile vorkommen, sowohl zwischen Ella und Jeong als auch zwischen Ella und ihren Schwestern, das kommt sehr oft und sehr witzig vor. Das ist eine absolute Wohlfühlreihe. Ich kann das wirklich jedem empfehlen, wenn ihr etwas Süßes lesen wollt, das ohne viel Sex auskommt, das ohne viel Drama auskommt. Also Drama in puncto Streit zwischen den beiden Liebenden, ja. Dann lest bitte diese Reihe. Ihr werdet, denke ich, genauso begeistert sein wie ich. Ihr werdet euch in das Setting verlieben. Ihr werdet euch vor allem in die Charaktere verlieben. Ihr werdet euch auf jeden Fall in Jaehyung verlieben. Ich habe in diesen ganzen Büchern so viel markiert. Also alle drei Teile strotzen vor Post-its. Es gibt so viele tolle und süße Zitate. Und was diese Liebe auch so besonders macht, ist eben diese zarte, fast Unschuld. Obwohl die Protagonisten ja jetzt nicht mehr ganz so jung sind, sie sind beide um die 20, ist es wirklich sehr jung und unschuldig, aber dennoch realistisch. Es ist glaubhaft, es ist echt, es ist einfach nur süß und toll und man suchtet diese Bücher durch. Ich habe alle drei diese Bücher jeweils in 1 bis 2 Tagen durchgesuchtet, obwohl sie, denke ich, alle zwischen 350 und 400 Seiten haben. Was man dazu sagen muss noch ist, dass diese Bücher ab und zu ein bisschen vor sich hin plätschern. Vor allem am Anfang immer der Bände plätschert es ein bisschen. Aber was mich normalerweise stört an Büchern, dass wenn es so dahin plätschert und nicht zum Punkt kommt, macht hier den Charme dieser Reihe aus. Und das macht dieses Wohlfühlfeeling auch aus. Also ihr braucht euch da nicht durchweg Spannung erwarten. Also es gibt auch sehr ruhige Sequenzen, wo Ella mit ihren Schwestern am Sofa sitzt, Disney-Filme schaut und sich unterhält. Dennoch unterhält diese Buchreihe von vorne bis hinten. Sie ist einfach wundervoll. Und wenn ihr die Reihe noch nicht gelesen habt, gebt ihr bitte eine Chance. Sie ist in diesen drei Bänden abgeschlossen. Auch das Ende, das endgültige Ende war wirklich gut gewählt, schön gewählt. Es hat mich wirklich zufrieden und glücklich zurückgelassen. Und spätestens nachdem ihr diese Reihe gelesen habt, werdet ihr wahrscheinlich auch K-Pop-Fans werden. Zumindest. Ja, ich kannte K-Pop ja schon vorher. Aber man hat dabei richtig Lust,
dass man wieder vermehrt vielleicht sich K-Pop-Bands anhört, sich neue Bands anschaut, was es so gibt und sich damit so ein bisschen zu beschäftigen. Also auch das fördert diese Reihe sehr. Ich habe einen ziemlichen Book-Hangover, weil die Geschichte zu Ende ist. Ich liebe sie einfach. Es waren die ersten Bücher im Genre K-Pop-Liebesroman, die ich je gelesen habe. Es werden allerdings weitere folgen, die wenigen, die erschienen sind und hoffentlich in Zukunft erscheinen, werde ich auf jeden Fall verschlingen und hoffen, dass sie genauso gut sein werden wie diese Reihe. Auf jeden Fall die Love Next Reihe. Ich kann sie wärmstens empfehlen. Und ja, wenn ihr die Reihe kennt und schon die Bücher gelesen habt, schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, wie ihr sie fandet. Was waren eure Lieblingsstellen? Liebt ihr Jaehyung genauso wie ich? Und liebt ihr Ella genauso wie ich? Denn auch Ella ist wirklich toll. Wenn ihr sie noch nicht gelesen habt, bitte tut es. Ihr werdet es nicht bereuen, es mit dieser Reihe versucht zu haben. Das war's mit diesem kleinen Reihenvorstellungsvideo von mir. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!